Frage ans Bewusstsein. Stell dir vor, es ist wahr und die Gaudi ist erledigt. Alle sind über Nacht, zack, ein wenig gescheiter geworden. Sie haben so lang die Umwelt, die Natur und alles beschädigt. Dann haben sie gesagt, miteinander fangen wir einfach an von vorn. Was war dann? Bevor wir nun mit dieser fünften Episode vom Montagsinfoabend beginnen wollen, werden wir Ihnen noch eine kleine Kurzbeschreibung der Themen geben, die unseren Sprechern am Herzen liegt und euch in diesem Video näher bringen wollen. Manfred Johann Lorenz ist Maniolo. Er begleitet uns durch die Veranstaltung, singt und spricht ein paar Worte zum Thema Mensch sein dürfen. Gudrun Knorek spricht über die Staatsprivatisierung und einer neuen erfreuenden Umgangsform mit den privatisierten Behörden. Harvey Friedman. Eine halbe Million Zugriffe in nur 3 Monaten. 2 Dutzend Gerichtsklagen. Beugehaft. Filmreif für Verfolgungsjagden. Rufmord und Stalking. Harvey Friedman wurde zum gefährlichsten Aufdecker für den Bankster Club. Franz Furtner. Menschlich, regional statt globaler Größenwahnsinn. Er organisiert viele Top-Info-Veranstaltungen und bietet somit den Sprechern ein Gehör. Hans-Jürgen Klausner. Er berichtet über das Ende der Banken und wie die Unternehmer die Geldschöpfung übernehmen und damit den Geldmangel beseitigen. Ebenfalls möchten wir uns recht herzlich bei Klaus Glatzel für die Live-Übertragung auf den Freien Bürgerradio OkiTalk bedanken, den er über das Magazin Der Talk von Mensch zu Mensch sendet. Zum Mit- und Selbermachen. Schauen Sie auch auf www.okitalk.com rein. Es zahlt sich wirklich aus. Währenddessen Maniolo noch den Soundcheck macht, wollen wir euch die Gelegenheit geben, ein Schreibmaterial bereitzulegen. Denn in diesem Videobeitrag werdet ihr viele nützliche Tipps und Informationen erhalten, die es lohnt aufzuschreiben. Du schaust in die Fresse.
Ferne bewegt dein Herz zum Himmel. Schick beide auf die Reise. Tanz, tanz, tanz. Aber dreh dich nicht im Kreise. Auf der Und schön, dass du uns schon so lange und jetzt auch wieder die Treue hält oder haltet. Das mit der Stange wollte ich nicht sagen, das kann missverstanden werden. Jo, wir sind heute wieder 2 Stunden live on air. Obwohl wir am Boden stehen, wir stehen zwar im ersten Stock, das ist auch ein wenig in der Luft. Nein, wir sind live on air über Okitalk. Und ich grüße und ich bedanke mich bei dieser Gelegenheit wieder mal bei Klaus Glatzl, bei der Nelly und ihrem Team, die wieder zugeschaltet sind und jeden Ton live übertragen, damit es richtig schön rough and dirty, echt und authentisch ist. Dann ganz, ganz herzlichen Dank an unser TV-Team, ohne das das Ganze keine weitere Verbreitung finden würde, weil wenn es in YouTube steht, ist es doch ganz anders, weil man einfach anders zugreifen kann, man kann es multiplizieren. Ich bedanke mich beim Roman Michael Reuter und bei seinem Team von Krypto TV, die das Ganze immer aufzeichnen. Herzlichen Dank, die kann man auch klatschen und Okitoki über trotzdem bitte die auch aus. Ja, diese ganzen Dokumente, auch akustische Dokumente und Filmdokumente mit Schriftdokumenten, Links und sonstigen Dingen, werden demnächst gesammelt und topaktuell auftauchen auf einer Seite, auf einer eigenen Webseite, die heißt www.montagsinfo.com. Also Montagsinfo ein Wort. Ich habe auch heute schon reingeschaut, es steht schon ein bisschen was drin, aber es ist im Aufbau und da werden natürlich dann diese Beiträge auch abrufbar sein und so weiter. Und da bin ich schon beim ersten administrativen Punkt, den ich gleich vorne wegstellen möchte. Ich möchte jetzt alles, was heute zu tun ist, wenn man will, weil es ist alles frei und willig, es muss keiner, es darf jeder. Es gehen ein paar Listen rum. Und wer das Ganze da fördern und unterstützen will, da gibt es eine Liste. Die hübsche Isabella Wanner übrigens, wegen der, ohne die würde es das da auch nicht geben, mitunter. Das ist also das fleißige Lieschen, das immer 3 bis 4 Wochen, jeden Tag 3 bis 4 Stunden dafür aufwendet, dass wir hier dann wieder irgendwann beieinander stehen und einen informativen, locker flockigen und trotzdem tiefgreifenden Abend hier präsentieren und verleben können. Dafür herzlichen Dank. Also die Liste, die jetzt da rumgeht, da geht es darum, wenn ihr euch da eintragt, das ist kein Newsletter oder was, sondern schreibt da bitte auch eure Adresse rein, weil es wird eine Karte geben, wo dann diese Montagsinfo-Leute sich vernetzen können oder wo sie auftauchen. So ähnlich wie, es gibt so, wir sind hier, das ist in Berlin gestartet worden vor einiger Zeit, da gibt es auch so eine Seite, wo man sie dann auch findet, wo man auf Knopfdruck weiß, hey, da ist einer oder eine in meiner Nähe und da kann man sich dann austauschen, auch regionale Foren oder whatever. Ja, es ist ja alles offen heutzutage, sogar meine Haare. Ich trage halt die Haare offen. Ja, noch eine kurze Geschichte, noch eine Liste. Es geht noch eine Liste rum. Und zwar über die österreichische Bürgerinitiative, nein, zur CETA etc. Das macht die Silvia. Die Silvia, stell mal auf, wer die Silvia noch nicht kennt. Die Silvia ist die Initiatorin oder Schirmherrin oder die Seele der österreichischen Bürgerinitiative. Und wir müssen das wirklich auch live und aktiv mit unterstützen, weil, wie du es vorher gesagt, wenn man da nur Facebook hat, ist man aufgeschmissen. Also wir brauchen da auch Livebook und Leute, die das machen. Gibst du die Liste rum oder soll ich noch was dazu sagen? Okay. Ich würde schon beschreiben und reden, wenn du es gemacht hast, die Liste, weil es hat gerade
Ja, wir hätten da. Jetzt haben wir ein Funkmikro, danke an die Technik. Funkmikro, jetzt nochmal bitte. Also, und zwar geht es um Folgendes: Die Listen kann man sich im Internet ausdrucken. Die Flyer zu der Internetadresse sind dort am Informationstisch erhältlich. Und wenn vielleicht der eine oder andere mich unterstützen möchte, beziehungsweise uns zwei, wir sind ein Wiener und eben ich, dass man im Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis, dass man einfach Unterschriften sammelt. Bei der Liste steht dann unten die Wiener Adresse drum, wo man es dann einschicken kann bis Ende November, weil wir nicht wissen, wie genau das Parlament, wie schnell das die sind, nicht, dass uns auf einmal die Bürgerinitiative zutragen. Und ich lasse die Liste jetzt einfach einmal rumgehen, dass man so unterschreiben kann, man kann es auch auf der Parlamentsseite direkt unterschreiben. Die Schwierigkeit besteht halt nur darin, dass wir, dass uns die Medien da nicht unterstützen und wir praktisch nur im Facebook werben können und wir jetzt insgesamt erst einmal 2200 Unterschriften beisammen haben und wir möchten natürlich noch mehr kriegen. Also bitte unterstützt uns. Danke. Ja, danke schön, Silvia. Einen Punkt habe ich noch kurz organisatorisch auf euren Tischen oder auf den Tischen vor euch liegen Flyer vom Kreditopferverein. Und das ist eine Sache, die jetzt für alle, die das erste Mal da sind, sicherlich wichtig ist zu sagen. Für die, die schon öfter da waren, ist es sicher sinnvoll, es zu wiederholen. Es geht da bei diesem Kreditopferhilfeverein oder Kreditopferverein nicht um Leute, die sagen, oh, meine Bank hat mich beschissen. Sondern es geht darum, dass wir mit unseren Steuern ja praktisch Kredite zurückzahlen, die wir niemals getätigt haben. Wir tilgen jeden Monat ungefragt Kredite, das was uns im Prinzip von Geld einfach abgezogen wird, sofern wir Steuern zahlen. Und darum ist es wichtig für jeden, der sagt, ich würde mir das gerne sparen und diese Abgaben lieber sinnvoll selber weitergeben, wenn ich sie schon abgeben darf oder soll. Und das Ganze macht natürlich Sinn und darum gibt es auch einen Jahresmitgliedsbeitrag so ab 50 Euro und man kann aber für den Normalfall über das www.kreditopferhilfe.net sich da einklinken, informieren und als Fördermitglied auch aktiv werden und das sind dann einfach ein paar Euros im Monat und trotzdem übers Jahr eine ganze Menge, die da passiert und bewegt werden kann. Aha, die ersten Listen sorgen schon, wenn die Listen sich kreuzen, dann sind es Kreuzlisten. Aber nicht ankreuzeln bitte, hinschreiben. Schreiben. Nicht schreien, schreiben. Wunderbar. Und die Listen dann auch bitte weitergeben. Vielleicht nicht alle zwei immer an einen Tisch, sondern lasst es so ja, ein bisschen meandern, damit es einen natürlichen Zuspruch hat. Wir werden circa um 8 Uhr eine Pause machen von einer Viertelstunde, da kann dann jeder nochmal auftanken, Brezen holen, Würstel holen, eine Raucher gehen, Sauerstoff schnappen und Bruder vom Süßstoff, das Sauerstoff. Und dann machen wir weiter nochmal mit zwei Gastrednern von heute und ich rolle das Programm mal von hinten auf. Abrunden wird es am Ende der Hans-Jürgen Klausner, wird über das Ende der Banken sprechen und wie man als Unternehmer Geldschöpfung übernehmen kann etc. und den Geldmangel beseitigen. Nach der Pause wird von hinten her der Franz Furtner vom Top-Info-Forum sprechen über menschlich regional statt globalen Größenwahn. Ja, vor der Pause werde ich ein paar Takte sprechen, aber ich werde vielleicht eher was singen, das ist vielleicht sinnvoller, wenn eh so viel geredet wird heute. Es wird ca. 19.30 Uhr, 35 rum, wird der Harvey Friedman live zugeschaltet sein über Skype. Das hat juristisch bedingte Gründe, sagen wir mal so. Ja, dieser Mensch hat ein paar Bücher geschrieben, wo was drinsteht, was man nicht lesen soll. Früher hat man die Leute verbrennt, heute verfolgt man es, aber man kann sie ja live überall zuschalten und darum freuen wir uns auf den Harvey, der wird also hier am Bildschirm sein. Ja, nachdem es ja live rough and dirty ist, ist das Ganze noch kurzerhand mit einem Überraschungsgast geschmückt worden. Und zwar hat uns gerade noch besucht vorher die Monika Unterkofler von Stimme und Gegenstimme und der möchte ich jetzt ganz einfach, bevor wir dann in das Abendprogramm reingehen, noch 3 Minuten ihre
meine Stimme, mein Mikrofon geben, damit sie ihre Stimme euch schenke und euch sagt, was Stimme und Gegenstimme heißt. Bitte. Also danke für die Möglichkeit, hier kurz die Zeitschrift Stimme und Gegenstimme vorstellen zu dürfen. Was ist das Ziel dieser Zeitschrift? Also wir leben in einer Zeit, in der Gutes für schlecht gemacht wird, Recht wird zu Unrecht oder umgekehrt. Und der Großteil der Bevölkerung weiß mittlerweile, also dass die Medien nicht mehr wahrheitsgetreu berichten, dass vieles zensuriert wird, dass wir auch belogen werden. Und die Menschheit befindet sich in der Pubertätsphase. Sie will sich ihre eigene Meinung bilden können. Und um sich eine eigene, objektive Meinung bilden zu können, braucht es eben die Gegenüberstellung von Stimme und Gegenstimme. Und die Unterscheidung also erfolgt nicht mittels Information, das meint Intelligenz oder Wissen, sondern durch unsere Intuition. Jeder Mensch hat eben die Gabe, mittels Intuition unterscheiden zu können, was ist Wahrheit oder was ist Recht und was ist Unrecht, aber nur, wenn er beides hört, Stimme und Gegenstimme. Und das ist das Ziel dieser Zeitschrift. Also sie berichtet eben in Nussschalenform kurz, also zu den Mainstream-Medien, quer durch also die Bank, also über Bildung, Wissenschaft, Erziehung, also Politik und so weiter, immer in Kurzfassung mit Quellennachweis, also was die jeweilige Gegenstimme dazu ist. Das kann man kostenlos abonnieren. Ich habe heute ein paar Kostproben mitgenommen und Sie dürfen sich da gerne in die Liste eintragen. Also danke fürs Zuhören und in diesem Sinne, das Volk hat ein Recht auf Stimme und Gegenstimme. Herzlichen Dank, liebe Monika. Ja, und das Ganze können wir hier so frei und zügig machen, weil wir ja Firmenmitglieder sind. Ja. Und in der Firma haben wir ab und zu eine Betriebsversammlung und das ist halt so, wir haben im Prinzip eine Betriebsversammlung als staatsbürgende Bürger. Und wer glaubt von euch, das geht gar nicht, der lauscht der Gudrun Norek. Bitteschön. Danke, Maniolo. Guten Abend. Ja, wir haben es gerade gehört. Wir sind alle eine Firma. Was heißt das? Ich spreche normalerweise über die Privatisierung des Staates und ihre Folgen. Heute fasse ich mich kurz und werde die Details, wie das zustande gekommen ist, hier nicht erläutern, weil das jeder nachlesen kann bereits oder in meinen Videos sich anhören kann. Aber ich möchte auf einen Punkt zu sprechen kommen, und zwar, was das für uns bedeutet, dass wir in einem Land leben, das privatisiert wurde. Das bringt nämlich etwas mit sich, Selbstverantwortung. Und Selbstverantwortung, so wie ich das in meinem eigenen Leben, seit ich jetzt recherchiere, voriges Jahr im Sommer, erlebt habe, bedeutet, zu realisieren, wie frei sind wir. Und in meinem Fall habe ich gemerkt, dass ich gar nicht so frei war, wie ich mir immer eingebildet hatte. Weil wir abhängig sind von Pflichtübungen, sage ich jetzt mal, oder Zwangsmitgliedschaften, die seit dem Dezember 2012 nicht mehr relevant sind. Nur, die Information kam nicht zu uns. Und was ich festgestellt habe, ist, dass mir die Synapsen gefehlt haben, mir überhaupt vorzustellen, was es bedeutet, ein Leben in Freiheit. Ich habe nämlich festgestellt, dass wir in Österreich, und darunter habe ich auch gelitten, eine Volkskrankheit haben. Es ist die Obrigkeitshörigkeit. Und letztendlich
habe ich überlegt, was die beste Medizin dagegen ist. Und die beste Medizin ist Information. Und an dieser Stelle ein herzliches Danke an Isabella Wanner und ihr Team, dass so eine Veranstaltung wie hier überhaupt stattfinden kann. Weil in dem Moment, wo wir so grundlegende Dinge erfahren, wie dass Österreich, der Staat, privatisiert wurde, dann geht es darum, das weiß ich aus eigener Erfahrung, so lange zu recherchieren, bis man das überhaupt selbst glauben kann. Weil damit geht etwas einher, Souveränität. Und souverän leben heißt in Wahrheit leben. Und deshalb müssen wir uns aufmachen, die Wahrheit zu suchen. Und dann für uns eine Meinung bilden. Diese Meinung absichern und dann die ersten Schritte gehen. Und ich habe voriges Jahr im Sommer ein Projekt gestartet. Ich habe aufgehört, meinen Immobilienkredit zu bezahlen, um zu sehen, welche Mechanismen im Hintergrund zum Tragen kommen. Meine Erfahrungen habe ich transparent gemacht. Das kann sich jeder auf YouTube anschauen. Es gibt einen Videokanal unter dem Namen Kevin Bogon. Das ist ein Kameramann, der hat diese Beiträge eingestellt. Und ich habe auch ein Erlebnis hinter mir, ist noch gar nicht so lange her, wo ich mal versucht habe, in einer Polizeikontrolle mich als souveräne Bürgerin zu verhalten. Und habe die Angestellten der Firma Polizei nach ihren Unterlagen, nach ihrem Amtsausweis, nach ihrer Grundlage gefragt, nach ihrer gesetzlichen, aufgrund derer sie eine Kontrolle und meine Papiere verlangen. Und sie konnten es mir nicht vorweisen. Eine Aussage zum Beispiel war, dass er einen Dienstvertrag hat. Aber ich musste feststellen, habe es ihm auch gesagt, dass dieser Dienstvertrag mit seinem Arbeitgeber besteht und nicht mit mir. Dann hat er versucht, meine Autotür zu öffnen, ganz plötzlich, ohne Vorwarnung. Aber zum Glück habe ich eine Zentralverriegelung, die das verhindert hat. Und dann hat er mir angedroht, meine Scheibe einzuschlagen. Ich kam gerade vom Einkaufen, muss ich sagen. Es war zwischen 6:30 und 7. Und dann, er konnte mir seine Berechtigung nicht vorweisen, hat er gemeint, er geht jetzt davon aus, dass ich 1,6 Promille habe, wird mich da festsetzen, mein Auto abschleppen lassen. Dann habe ich gedacht, okay, die sind zu zweit, ich bin allein. Wer wird bezeugen, dass ich völlig nüchtern bin? Habe einen lieben Freund angerufen, der ist dann auch gleich da gewesen. Er kennt sich aus in der Thematik und hat den Jüngeren der beiden gefragt, warum sie keine Schulungen bekommen, wie sie eine Verkehrskontrolle mit souveränen Menschen durchführen. Und dieser junge Angestellte der Firma Polizei hat gesagt, dass er schon davon gehört hat, dass er aber von seinen Vorgesetzten keine Hilfe bekommt und keine Anweisung, wie er damit umzugehen hat. Daraufhin haben die beiden den Älteren dieser Angestellten der Firma Polizei versucht zu beschwichtigen. Und das Ende nach 1 Stunde 15 Minuten war, dass die beiden Angestellten der Firma Polizei in ihr Auto gestiegen sind, ohne auf Wiedersehen, ohne zurückzusehen und einfach losgefahren sind. Und von meinem Freund habe ich dann erfahren, dass sie mir eine Radklemme anlegen wollten. Das war das Anraten der BH, weil er hat zwischendurch nur telefoniert, um Tipps zu bekommen, was er jetzt tun soll. Aber er hat das abgelehnt beim laufenden Motor, er sei ja nicht lebensmüde. Und das Interessante war,
dass er mir auch angedroht hat, den Polizeikommandanten zu holen, dass ich ihm das erzählen könne, warum ich das verweigere, was ich ja nicht gemacht habe. Aber es kam niemand. Es war hochspannend zu sehen, dass die beiden keine Unterstützung bekamen. Weder von ihrer eigenen Dienststelle, noch von der Bezirkshauptmannschaft. Und was zeigt mir das? Ich habe jetzt zwar eine Anzeige bekommen, mit ganz vielen Punkten, die gar nicht angefragt wurden. Und diesen Termin werde ich Ende November, ich weiß es noch nicht wie, behandeln. Aber es ist gekommen. Nur ich weiß aus vielen Beispielen aus ganz Österreich, dass ein bisschen Ratlosigkeit herrscht. In dem Moment, wo die Menschen ihre Eigenverantwortung nehmen und nur beginnen, Fragen zu stellen. Also ich erzähle euch das Beispiel, weil ich das gemacht habe. Aber ich sage euch, bevor ihr sowas probiert, werdet euch ganz klar darüber, was Sache ist und für wen ihr Verantwortung tragt. Ich trage nur Verantwortung für mich und deshalb ist es für mich einfacher, als wenn ich eine Familie hätte und Kinder. Und der Punkt, auf den ich hinaus will, ist das, sich eine eigene Meinung bilden. Danach handeln. Und ich glaube, das Wichtigste und das Einfachste, womit wir beginnen können, ist Fragen stellen. Das, was ich erlebt habe, ist, dass wenn man mit diesen Angestellten in diesen ehemaligen Behörden zu tun hat und einfach nur einen Schritt zurückgeht und beginnt, Fragen zu stellen, dann ändert sich etwas. Und zwar, ich habe vorhin gesprochen von dieser Obrigkeitshörigkeit. Durch die Information, die wir aufnehmen, genesen wir. Und dann passiert etwas. Dann können wir in solchen Fällen, wenn wir zu tun haben mit diesen Menschen, erhobenen Kopfes da drinnen stehen und Fragen stellen. Und wir dürfen erwarten, dass sie beantwortet werden. Weil sogar das Gesetz, das sie vorgeben einzuhalten oder zu hüten, sieht vor, dass sie eine Auskunftspflicht haben. Das heißt, wir brauchen nicht mehr zu tun, als im ersten Schritt Informationen sammeln, Fragen stellen und auf der Antwort beharren. Und wenn das immer mehr Menschen machen, dann werden sicher Antworten kommen. Ich weiß nicht, wie sie aussehen. Aber wer im Internet unterwegs ist, kann sich die Briefe anschauen, die an die Regierung geschrieben wurden. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen, sondern wir können in der Region bleiben. Die Bezirkshauptmannschaft, die Gerichte, die Polizei. Wenn Sie Briefe bekommen mit Fragen, seid ihr jetzt privatisiert oder nicht? Wie verhält sich dies oder jenes? Dann sind Sie verpflichtet zu antworten. Und das ist schon Schritt 1. Stellt euch einmal vor, wenn die Kisten mit Anfragen bekommen, die Sie dann beantworten müssen, weil Sie sind dazu verpflichtet. Wie es dann aussieht. Und es ist ja nur ein Schalter in unserem Kopf. Wenn die Information, wer bin ich als Mensch, mit angeborenen Rechten sich gegenüberstellt, gegen privatisierte Firmen, dann ist kein Studium notwendig, sondern nur ganz normaler Hausverstand. Und der ist leicht einzusetzen. So, von meiner Seite war es das heute. Danke. Danke dir sehr herzlich, liebe Gudrun. Kurz, knapp, bündig.
Es ist jetzt so, für die, die das erste Mal da sind, wer ist denn das erste Mal da heute auf einer Montagsinfo? Oh, doch eine ganze Menge, ja. Also ich meine, wir sind heute das zweite Mal da herin und volles Haus, bis auf ein paar Restplätze und die füllen sich sicher auch noch. Das ist natürlich nichts für Neugierige, sondern eher was für Interessierte. Das ist ein großer Unterschied. Ob etwas mit mir in Interaktion tritt oder ob ich nur gierig bin, danach zu wissen, was das ist und dann gehe ich wieder. Ein ganz kurzer Hinweis noch zu dem Tisch. Der Hubert Rosenberger hat vom Joe Kreisel den aktuellen Aufsatz mitgebracht für eine freie Spende, die gern ungefähr so die Eurozahl von einer Hand ohne Sägewerksabzug haben darf. Das wird nämlich dann, er spendiert die und die Hälfte geht an die Veranstaltung und die Hälfte geht an Joe, der letztendlich ja immer noch die Galionsfigur ist, auch dieser Welcome to Freedom Bewegung. Und was auch wichtig ist, dass wir ihn da ein bisschen promoten. Ja, als nächstes kommt der Harvey. Und was haben wir für Zeit? Nur, dass ich ungefähr weiß, das geht. Also wie viel Moderationsspielraum habe ich jetzt? Habe ich. Gut. Dann? Kein. Okay. Dann machen wir den Harvey gleich. Genau. Und zwar, wir schalten jetzt via Skype. Einen Mann zu, für alle, die das erste Mal da sind, die werden ihn nicht kennen. Harvey Friedman ist ein Pseudonym, unter dem er ein Buch veröffentlicht hat, wo gewisse Prozedere der Geld- und Finanzwirtschaft sehr nachvollziehbar und transparent dargestellt werden, wo auch Namen genannt werden von Menschen, deren Namen ungern genannt werden wollen. Deswegen ist er heute auch nicht live da und wir freuen uns. Aha, also man hört ihn schon. Wir leben schon in einer modernen Zeit, gell? Modernen, nicht modernen. Aha, ich höre ihn, also viel Freude mit Harvey Friedman und seinem Knopfhoff, seinem Know-how. Was? Aha, wir haben noch ein bisschen Ton. Das Interface fatzt noch nicht. Das ist so das Fazebook für Soundsignale. Ist der richtige Stopsel oder andere? 1, 2, 3. Ist er da? Jetzt ist er da. Okay. Meine Damen und Herren, Harvey Friedman. Ja, ja. Bitte darf ich mich kurz ins Gespräch einbinden. Ich habe, bevor ich beginne, ich habe die letzten 2 Minuten jetzt jemanden sprechen gehört. Wer war denn der Vorredner, bitte? Die Gudrun! Nein, nein, jetzt, als man das übergeben hat. Wer war der Vorredner, der jetzt vor einer Minute gesprochen hat? Das war ich, der Manfred Johann Lorenz alias Maniolo. Lieber Harvey, wir kennen uns vom Stiegelbräu. Ah, okay. Ja? Ja. Alles klar. Okay. Jetzt sehen wir es. Mir ist die Stimme bekannt vorgekommen, deswegen wollte ich es wissen. Ich habe allerdings jetzt kein Gesicht zuordnen können. Okay. Nein, ich bin ganz offiziell hier nicht vom Geh nach Hause Service, sprich vom Geheimdienst. Let's have fun. Leg los, Harvey. Also, ihr scheint offenbar in guter Laune zu sein. Ich weiß ja nicht, was in der Zwischenzeit passiert ist oder was alles gesagt worden ist. Ich habe mich kurzerhand entschlossen, möchte mich bei der Gelegenheit jetzt auch gleich bedanken bei der Isabella für die Einladung, dass ich heute ganz kurz zu euch sprechen darf. Ihr seid ja mittlerweile indoor, habe ich gehört, weil meine letzten Auftritte, sei es jetzt live oder nicht live, waren ja eher alle outdoor. Aber ich möchte jetzt als Einstieg die Gelegenheit nutzen, weil letztlich ist das Jahr relativ schnell vergangen und wir sind eigentlich kurz davor, in die Adventzeit einzutreten. Und was mich beeindruckt, ist, dass diese Friedensmahnwache, oder diese Friedensmahnwachen, ja, die Montagsmahnwachen, es wirklich geschafft haben, konstant und kontinuierlich sich nicht zu verbreiten. Mittlerweile sind es ja über 140 Städte, in denen das jeden Montag stattfindet, sondern es ist ihnen auch gelungen, immer mehr
Anhänger, immer mehr Sympathisanten und immer mehr Leute dafür zu gewinnen, die letztlich eine ganz einfache Idee verbreiten wollen. Und da habe ich jetzt den Einstieg zur Adventszeit, weil jemand, der für den Frieden eintritt, jemand, der sich die Mühe macht, so eine Veranstaltung zu machen und versucht, Leute zusammenzuführen, wo man ja eigentlich nur untereinander sich austauscht, wo man ein Stammesdenken begründet und errichtet und wo man einfach Gleichgesinnte sucht. Das ist unser Bedürfnis nach der sozialen Eingliederung und Anerkennung. Aber das hat mit der Adventzeit jetzt auch deswegen sehr viel zu tun, weil ich glaube, dass der Frieden, für den diese Veranstaltung oder diese Veranstaltungen organisiert werden, dass der Frieden mit etwas zusammenhängt. Und da ist mir jetzt zum Advent der Christian Morgenstern eingefallen. Ja? Der hat nämlich einmal gesagt, wäre Christus 1000 Mal in Bethlehem geboren und nicht ein einziges Mal in deinem Herzen, dann hätte er doch niemals gelebt. Und in dieser Aussage steckt etwas ganz Besonderes, weil jemand, der sagen kann, dass in seinem Herzen der Wunsch nach Frieden und nach Nächstenliebe da ist, und Frieden geht nur mit Nächstenliebe, von dem kann man sagen, der hat es verstanden. Für den hat der Jesus in dem Sinne jetzt metaphorisch oder symbolisch, es gab auch andere, nur einmal auf die Welt kommen müssen. Aber es gibt Leute, für die muss er 2000 Mal auf die Welt kommen. Denen ist es wichtiger, dass man ein Geschäft macht aus dem Fest der Geburt Christi. Ja? Aber die haben es auch nach 2000 Jahren noch nicht verstanden. Und das sind diejenigen, die wir letztlich auf das hin aufmerksam machen müssen. Deswegen ist diese Friedensmahnwache nichts anderes als eine Art Ordnungshof. Warum Ordnungshof? Da fällt mir jetzt wieder jemand ein, der Konfuzius. Der Konfuzius hat einmal gesagt, nur ein rechtschaffenes Herz hat einen edlen Charakter. Und nur im Hause eines edlen Charakters herrscht Harmonie. Harmonie im eigenen Haus schafft Frieden mit dem Nächsten, schafft Harmonie mit dem Nachbarn, schafft Harmonie im Land und schafft Harmonie auf der Welt. Und der Konfuzius hat versucht, in zwei Sätzen zu sagen, es ist letztlich für den Frieden immer ursächlich wichtig ist, dass das Herz entscheidet. Weil es kann nicht sein, dass wir Zustände billigen oder dulden oder als normal anerkennen, und da will ich jetzt überhaupt keine Verteilungsfrage stellen, aber es kann nicht sein, dass alle 6 Sekunden laut UNICEF ein Kind an Unterernährung stirbt, während wir auf der anderen Seite 15% Milliarden von Kilogramm teilweise original verpackte Nahrungsmittel wegwerfen. Also es sind gewisse Ungleichgewichte da, wenn man das jetzt aus dem Weltraum betrachtet, und wie man weiß, tue ich das ja ganz gern. Aber es ist völlig wurscht, wenn man zurückblickt, wir wurden als Kind mit der Botschaft Christi ausgebildet und erzogen. Wir kriegen von anderen Meistern, Konfuzius oder Lao Tse oder Buddha oder Mohammed oder wer auch immer, oder Moses, ist völlig wurscht, welche Propheten man jetzt aufpustet, jeder hat für sich seine Berechtigung. Ich könnte, wenn ich 2000 Jahre zurückblicke, und ich sagen würde, ich würde die jüdische Religion aus der Geschichte eliminieren, hätte ich der Menschheit einen Phantomschmerz zugefügt. Weil wir könnten ohne die jüdische Religion ja gar keine Geschichte vorweisen. Das heißt, wir hatten das alles gebraucht, um zu lernen. Um zu lernen, wie die Welt nämlich wirklich ist. Weil ich hatte in St. Pölten einmal bei einer Privatveranstaltung eine Debatte mit einem 24-jährigen jungen Mann, sehr intelligent, sehr eloquent, redegewandt und auch sehr politisch interessiert. Und ich hatte dort im Zusammenhang mit der Bürgerinitiative von Professor Wohlmeier, nämlich den Austritt aus der EU zu beantragen, diese Bürgerinitiative unterstützt
Und dieser junge Mann hat mir dann erwidert, nein, das kann er nicht, weil er hat in der Schule gelernt, und das weiß ich ja, das verstehe ich ja, damals, als ich in der Schule war, hat das noch EG geheißen. Nicht? Da waren es halt nur noch acht Mitglieder, heute sind es halt 27 EU-Mitgliedstaaten. Aber der hat mir erzählt, nein, das kann ich nicht, weil wir haben in der Schule gelernt, dass die EU entstanden ist nach dem Zweiten Weltkrieg, um Frieden zu schaffen. Ich habe ihn darauf angeschaut und war natürlich beeindruckt, weil seine Begründung, eine herzlich nachvollziehbare. Ein junger Mann mit 24 will Frieden. Und jemand, der in der Schule lernt, dass das ein Projekt war, die Europäische Union, die Frieden verbreitet, der glaubt seit seiner Kindheit und seit seiner Jugend nun mal dran, weil er von vielen Lehrern gehört hat, in den Zeitungen und in den Zeitungen liest. Aber ich habe ihm dann letztlich nur einen Satz darüber erwidert. Ich habe ihm gesagt, was Sie sagen, ist die Lüge, was Sie tun, ist die Wahrheit. Die EU führt Krieg, es ist völlig wurscht, weil sie letztlich durch ihre Mitgliedschaft mit dem NATO-Bündnis und mit vielen NATO-Partnern an allen Ecken und Enden Krieg führt. Also ich kann nicht sagen, dass die Botschaft meines Staatskonstrukts oder meiner Idee für ein Zusammenleben mit der Menschheit und mit meinen Nachbarstaaten wie Russland oder Ukraine oder China, ja, eines ist, dass auf Frieden ausgerichtet ist, währenddessen ich aber überall Krieg führe. Und überall nur Institutionen errichtet, die dazu geeignet sind, den anderen zu unterdrücken. Das ist völlig wurscht, ob das jetzt Institutionen sind aus dem Finanzwesen, wie ein Währungsfonds, wie eine Weltbank, wie eine Bank für internationalen Zahlungsausgleich, wie ein ERB-Fonds oder wie andere Dinge. Oder ob das jetzt Institutionen sind wie Gerichtshöfe oder sonst irgendwas. Ich streite überall. Also wenn ich auf die Welt blicke, im Gesamten ist völlig wurscht, ob ich von ganz oben bis ganz hinunter mache, ich sehe überall nur Streit. Und das ist etwas, was mich irritiert, weil wenn wir uns am Montag zusammentreffen, jeden Morgen, und eine Art Ordnungsruf machen, wo wir diese Leute da oben aufrufen und sagen, Freunde, wir haben eigentlich schon durchschaut, wie das Spiel funktioniert. Weil letztlich stiftet ihr nur Streit. Wir streiten während eines Lebens um einen Job. Wir streiten um einen Auftrag. Die streiten um die Macht. Wir streiten um die Kinder. Andere streiten um Land, um Grund und Boden. Der streitet um Standpunkte. Der streitet um Geld. Die streiten um Interpretationen. Es ist völlig wurscht. Die haben uns letztlich ein Konstrukt hinterlassen, das uns auffordert, überall nur zu streiten. Und das ist etwas paradox, weil ich sage, einen Streit zu Hause, ausgehend von Konfuzius, wenn ich ein rechtschaffenes Herz habe, dann habe ich immer die Absicht, einen Streit aus dem Wege zu gehen und ihn nie zur Eskalation bringen zu lassen. Mir kann niemand glaubwürdig und vernünftig erklären, dass diese ganzen Streitigkeiten, die mit Syrien stattfinden, zwischen Palästina und zwischen Israel, mittlerweile schon über 50 Jahren, jetzt mit der Ukraine, wo es um die Krim geht, wo man dem Putin permanent die Schuld gibt und da Dinge inszeniert, die unglaublich sind, ja? Oder mit Nordkorea, oder mit der Achse des Bösen, es ist völlig wurscht, man schafft überall nur das Potenzial zu streiten. Man irritiert uns, indem man uns versucht zu suggerieren, das sind alles Böse. Also, das ist das, wo ich einen so großen Widerspruch sehe, und deswegen ist das anscheinend, dass wir jetzt in die Adventzeit gehen, und deswegen ist mir der Morgenstern eingefallen, weil ich sage, würde ich wählen können, noch einmal geboren zu werden, also damals in dem Jahr, als ich geboren worden bin, und würde man mir sagen, was mich erwartet, wie ich mit 45 die Welt erkannt habe, wie sie funktioniert. Ja? Und man würde mich fragen, ob ich auf die Welt kommen wollen würde. Ich sage nein, danke. Ich würde sagen, nein, danke. In diese Welt, die aus Täuschung, aus Manipulation und aus einer Illusion sich ständig nähert und ständig in einen Glauben versetzt, dass wir auf Frieden ausgerichtet sind. Dass wir Eintracht wollen, dass wir eigentlich die Guten sind, die Frommen, die Unabhängigkeit,
Menschenrechte und Demokratie verbreiten. Ja, das sind wir nicht. Sonst müsste ich nicht hier mit Leintüchern verkleideten Höhle sitzen, wie der Osama bin Laden, und quasi mich an die Öffentlichkeit richten. Weil, wenn ich sagen könnte, ich würde mich nicht entscheiden, diese Welt kommen zu wollen, ja, dann weiß ich, dass das jetzt rein hypothetisch ist, weil tatsächlich, ich bin da. Und jetzt ist die Frage, wenn ich da bin und ich erkenne, dass diese Welt, so wie sie funktioniert, dass diese Welt, die uns in den Glauben von der christlichen Botschaft versetzt, ja, und uns dadurch auch die Bereitschaft entlockt, so viel Leid auf uns zu nehmen, weil die Geschichte eines Leidenden als Vorbild zu nehmen, bedeutet ja auch, dass man den Großteil der Menschheit in die Bereitschaft versetzt, selbst zu leiden. So wie das Vorbild. Ja? Aber jemanden in diesen Glauben zu versetzen, ist schon eine sehr wagemutige Sache. Denn unsere Politik, unsere Weltpolitik, handelt in keinem Fall Christen. Ich kann von unserer Weltpolitik, egal ob du jetzt Draghi heißt, ob du jetzt Merkel heißt, ob der jetzt Juncker heißt, ob der jetzt Ben Bernanke heißt oder Bush heißt oder auch den Obama. Den Obama hat man mit einem Friedensnobelpreis, bevor er überhaupt sein Amt begonnen hat, schon quasi Lorbeeren gestreut aus dem messianischen Erlöser, ja, der alles erneuern wird. Tatsächlich ist der Obama, hat am Ende seiner jetzigen Amtsperiode, also im 6., 7. Jahr, führt mehr militärische Konflikte als sein Vorgänger Bush. Und Tatsache ist, dass das Versprechen, Guantanamo aufzulösen, auch von ihm nie eingehalten wird. Das gibt es nach wie vor noch. Also, wir können nicht sagen, dass diese Politik, und das ist völlig gut, Sie können das runterbrechen jetzt auf den Spindelecker, auf den Bröll, auf den Erdenbröll oder auf den Herrn Feinmann, weil diese Leute tragen ja die Politik schließlich auch mit. Aber Tatsache ist eines, dass wir, wenn wir auf die Welt kommen und die Wahrheit nicht haben, wir sind nun mal da, akzeptieren müssen, dass es Dinge gibt, die wir tun müssen. Das ist so. Ja? Also die Natur sagt mir, ab dem ersten Jahr musst du lernen, aufrecht zu gehen. Das ist so. Da kann ich nichts ändern dran und das ist nicht unbedingt ein Nachteil. Ja? Das hat sich ja auch über die Evolution entwickelt. Also der Mensch lernt mit dem ersten Jahr gehen. Das ist völlig normal. Und unsere Eltern motivieren uns ja auch dazu. Und ich war ja selbst Vater. Man ist ja dann immer stolz, wenn man seinen Freunden oder den Verwandten erzählt, er geht schon, er macht schon die ersten Schritte. Ja. Man hat zwar so O-Beine, ja, weil ja die Bindung relativ dick sind, aber man muss das machen. Und es ist auch so, dass man ab dem dritten Lebensjahr das Talent und die Begabung zur Sprachfähigkeit und zur Kommunikation versucht zum ersten Mal aufzuschöpfen, aber ab dem dritten Jahr lernt der Mensch dann sprechen. Und er lernt die Wörter dazu, er lernt sich auszudrücken. Ja? Nicht nur durch Körpersprache, weil bis dorthin hat er mehr oder weniger nur gequengelt. Ja? So, ab dem 6. Lebensjahr fängt es dann so richtig an. Ja, bis dorthin gab es ja noch andere Dinge, die auch gemacht werden mussten. Die würde ich unbedingt einleuchten. Ja, beispielsweise, ich als Elternteil muss mein Kind bis zum Schulzeitalter entsprechenden Pflichtimpfungen unterziehen. Das muss man machen. Gegen gewisse Kinderkrankheiten und gegen andere Gefahren. Wenn man das nicht macht, kann man Probleme im Jugendamt haben. Und es ist auch so, dass man andere Dinge machen muss. Nicht nur, dass man das Kind registrieren lassen muss, sondern dass man andere Untersuchungen durchführen lassen muss. Und dann kommt die Schulpflicht. Auch das muss man machen. Also würde man jetzt hergehen und sagen, na, ich möchte mein Kind selbst aufbilden zu Hause. Ich möchte nicht, dass mein Kind lernt, dass der Bush eigentlich einer war, der die Demokratie vertreten hat, aber gleichzeitig in seiner Biografie zugegeben hat, dass er Folterbefehle gegeben hat. Aber nicht vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag verfolgt wird. Also ich kann hergehen und sagen, ich möchte mein Kind nicht in eine Schule stecken, in dem es eigentlich eine verfälschte Wahrheit lernt und dadurch in einen falschen Glauben aufwächst. Ich möchte mein Kind selbst aufbauen. Das geht nicht. Auch dann haben sie irgendwann einmal Probleme mit dem Jugendamt. Also, und dann, wenn man das Leben so weiterführt, und
zwischen den Dingen trennt, die man wirklich tun muss. Und zwischen Dingen, die man eigentlich nicht wirklich tun muss, weil sie ja nicht unbedingt einleuchtend sind, versucht man aber doch eine Erklärung zu finden. Weil wenn man dann diese Pflichtschule, die man auch tun muss, beendet hat, muss man eine Entscheidung machen. Man muss. Nicht? Fangt man eine Lehre an, Elektriker, Mechaniker, Installateur, Software-Theoretiker, was auch immer. Oder macht die Schule weiter. Macht man dann das Abitur. Wenn dann das beendet ist, ist die nächste Frage, nach dem, was man muss, nämlich man muss Wehrdienst leisten. Und wenn nicht leisten will, hat man die Möglichkeit, Zivildienst zu leisten. Das macht ja durchaus Sinn, für das Gemeinwohl etwas zu tun. Aber es ist wiederum ein Muss. Ja? Früher war es ja nur der Wehrdienst. Und wer das nicht geleistet hat, der wurde halt bestraft. Und das konnte man auch mit Gefängnisstrafe ahnden. Weil wer gesund war, musste werden. Und alles andere war ein besser Wehrdienst. So, und wenn man das dann alles so sich weiter vorstellt, dann kommt man irgendwann einmal ins Arbeitsleben, ja, nachdem das Bundesheer dann auch beendet ist, dann kommt man ins Arbeitsleben und dann heißt, na, jetzt musst du dich melden, wo wohnst du, wo bist du, wo ist dein ständiger Aufenthalt? Und dann ist die nächste Frage, wo arbeitest du, welche Steuern zahlst du? Also kommen sie drauf, dass sie wieder nur was müssen, sie müssen Steuern zahlen, sie müssen Sozialversicherungsabgaben, sie müssen Beiträge leisten. Sie müssen Führerschein haben. Man hat das Gefühl, dass hier ein Muss-Konzept errichtet worden ist, wo die ständig wissen wollen, was wir tun, welche Qualifikationen wir mitbringen, was wir können und ob wir das überhaupt dürfen. Und da entsteht ein sonderbarer Eindruck. Nämlich der, dass hier irgendein sonderbares, weil man fühlt sich ja ständig bevormundet. Es muss ja ein sonderbares Eigentumsverhältnis vorliegen, wenn man sich bevormundet fühlt. Wenn man feststellt, dass das ganze Leben neben den Dingen, die ja Sinn machen, weil es macht ja Sinn, sprechen zu lernen und gehen zu lernen und andere Dinge auch. Ja? Aber wenn man feststellt, dass man so viele Dinge tun muss, die darauf hindeuten, dass die ja einen eigentlich ständig bevormunden können, weil die wollen ja wissen, wo man ist. Und ich hatte 6 Monate lang im Ausland leben will, dann wollen die wissen, wo ich bin und wie lange ich dort bin. Und dann kann es nur zu klären sein, dass es gewisse Visa für das Ausland auszufüllen gibt. Also man stellt ein System fest, ein Verhalten fest, das Rückschlüsse zulässt, zu sagen, eigentlich im modernen Eigentum. Weil es ist auch so, wenn man eben das mit seinem eigenen Kind nicht macht, das kann so, nämlich diese ganzen Pflichten, die man machen muss, von den Impfungen über die Schule und alles andere auch, dass es sein kann, dass die einem die Erziehungsberechtigung entziehen. Und da gibt es Tausende. Da gibt es viele Eltern und Mütter, die das erleben. Ich bekomme Briefe, wo ich selbst aus den Tränen ausbreche, weil ich es nicht glauben kann. Wenn mir Mütter schreiben, wie ihre minderjährigen Kinder ihnen entzogen worden sind, weil sie irgendwelche Prominenten wieder erkannt haben, die in irgendwelche Gesetzesverletzungen verfallen. Also man stellt fest, wenn man dieses ganze System betrachtet, dass die einen irgendwie wie ein Eigentum haben. Und in einer Zeit des Advents, wo man also rechtschaffenes Herz, in dem der Jesus Christus mindestens einmal geboren ist, und wo man jetzt auch diese Geburt Christi feiert, denkt man natürlich daran, na, wie kann jemand, der keinen Streit will und der eigentlich Frieden will, darauf reagieren, dass er weiß, dass die eigentlich einen ständig in einen Streit verwickeln wollen, weil sie einen unterdrücken wollen. Also wenn mir Dinge passieren, wo ich jetzt in Verfolgungsjagden verwickelt werde, die teilweise die wirklich filmreif sind, also ich kann Ihnen versprechen, wenn ich das alles niederschreibe, was ich während meiner öffentlichen Auftritte erlebe, mit Drohbriefen, die bei den Veranstaltern eingehen und, oder wo Veranstaltungsbesucher nachher bei den Autobahnabfahrten aufgehalten werden, im Kofferraum besucht werden, ob sie mich in irgendeiner Form hinabschmuggeln. Also man kann sich nicht vorstellen, es ist wirklich filmreif, was wir erleben. Aber die Frage ist, wie verhält sich jemand, der im Grunde genommen ein rechtsoffenes Herz hat und sagt, er will nicht streiten, er will Frieden haben. Gegenüber jemandem, der dieses System aber noch tatsächlich am Leben erhält und ausnutzt. Nämlich, jeden Bürger so zu behandeln, wie sein Eigentum. Die Bürger so zu behandeln, als würden sie aus einer reinen Selbstverständlichkeit für all das bürgen, was die da oben machen.
Also, das schafft ein ganz besonderes Verhältnis, wenn man sich das genau betrachtet. Und das Verbreiten von Frieden, sich ernsthaft fragt, wenn eine Organisation wie die EU von einem hochrangigen Jurist, und tatsächlich, da meine ich jetzt nicht den Wohlmeier, ich habe mir jetzt vor kurzem einige Videos von Professor Schachtschneider angeschaut, dem Verfassungsexperten, der ja in Deutschland seine Beschwerden beim Verfassungsgerichtshof in Karlsruhe gegen die, wie er es bezeichnet, Diktatur eingereicht. Die EU ist eine Diktatur, ja. 75% dessen, was wir in diesem Lande tun dürfen und wenn wir leben, entscheiden Leute in Brüssel. 75%. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass jeder weiß, dass der eine Gesellschaft irgendwo schon einmal gesehen hat, es gibt entweder Aktien oder GmbHs, also es gibt Prozentanteile an Eigentumsverhältnissen. Und die spiegeln letztlich das Gewicht von einem Stimmenanteil wider. Ja? Also wenn ich jetzt unsere Torte, ja, die unsere Väter und unsere Vorväter errichtet haben und da aufgebaut haben, aufteile, nämlich was alles, was in diesem Land passiert und wem es gehört und wer es verwalten darf, ja, aufteile, dann stelle ich fest, dass 75% davon in Brüssel entschieden. Es wird in Brüssel letztlich vieles entschieden davon, was in Tirol passiert. Es wird in Brüssel entschieden, was mit Land- und Nutzflächen von Tirol zu passieren hat, weil letztlich vielleicht irgendwann einmal ein europäischer Gerichtshof das dann auch entscheidet. Also wir müssen akzeptieren, dass wir ein System anerkennen und dass es hochrangige Experten, die davor warnen und die wörtlich sagen, ja, dass alle unsere Politiker, die aus Feigheit, aus mangelnder Zivilcourage, aus mangelndem Gedächtnis an die Geschichte und an die Vergangenheit hergehen und sich dem unterwerfen und da mitspielen bei dieser Diktatur. Weil es sind ja unsere Politiker, die uns erzählt haben, welche Vorteile mit dem EU-Beitritt haben. Ja? Man hat es ja wirklich auch gut uns verkauft. Ich kann mich erinnern, 1992, es waren 2/3, die für den EU-Beitritt gestimmt haben und 1995 waren wir dann dabei. Und was man da alles versprochen hat mit den Verbesserungen, ja? Es ist tatsächlich, wer das erlebt hat in seinem eigenen Leben, und zwar schon von einem Alter weg, wo er das beobachten konnte, was ihn auch interessiert hat, für den, der steht fassungslos nach 20 Jahren, und wir haben 20 Jahre danach, 2014, vor dem Ergebnis, dass alles, was die uns gesagt haben, eigentlich gelogen ist. Und dass jemand wie ich, den man durchaus überzeugend davon überzeugt hat, ja, über die Medien, der Meinung war, dass ein Heider so quasi wirklich ein Neonazi war. Man hat den ja teilweise so extrem rechts hingestellt. Und ich dadurch auch in dem Glauben war, dass dieses Konzept, das uns die Regierungsparteien verkauft haben, tatsächlich eines ist, das auf Frieden ausgerichtet ist, da muss ich feststellen, dass er eigentlich im Nachhinein, obwohl ich diesen Herrn Heider nie gewählt habe, dass er ein ganz schlauer Kopf gewesen ist. Der hat Dinge schon gesehen und erkannt, weil er eben die Möglichkeit gehabt hat, wie ich es in den letzten Monaten hatte, nämlich Einblick zu bekommen, indem ich nicht nur mit verantwortlichen Leuten gesprochen hatte, sondern ich habe vorgestern gesagt, 48.057 E-Mails waren es in den letzten 5 Monaten. Also das alles auszufinden, was für Informationen man bekommt, und sich das dann zusammenzustellen und einen Gesamteindruck zu verschaffen, ist schockierend, wenn man draufkommt, dass unsere Anführer, unsere Politiker und unsere Banker, unsere Manager und unsere Kirchenvertreter keinen Frieden wollen. Was immer die tun, endet nicht in einem Frieden. Wir werden letztlich über Jahrzehnte mit einer Karotte, der Nase, Faden der Hoffnung geführt, die irgendwann Frieden haben. Aber Tatsache ist, wir müssen diese Friedensmahnwachen konstant weiter. Und wir müssen immer mehr zu das Innen aufmerksam machen, die man eben in den Zeitungen nicht liest und die man in den exotischen Medien, die
meine, in den exotischen Underground-Medien im Moment verbreitet, aber ich spüre einen unglaublichen Druck, der immer größer wird, der von unten kommt, weil immer mehr Bürger begreifen, wie das System funktioniert. Ich habe beispielsweise vor kurzem die Nachricht bekommen, dass es in Amerika schon 10.000 Bürger gibt, die ihre Staatsbürgerschaft zurückgeben, weil sie auch drauf gekommen sind, wie das amerikanische Zentralbanksystem funktioniert, nämlich dass deren Geburtsurkunden als Pfand, als Wertpapier bei der Zentralbank hinterlegt sind und sie dazu für eine Sklavenschaft ertragen mussten. Also es gibt viele amerikanische Staatsbürger, die das schon machen. Und es gibt auch in Deutschland und in Frankreich und in anderen Ländern schon viele, die das machen. Es gibt auch in Österreich schon eine Bewegung, die immer größer wird und wächst. Weil man letztendlich das Konstrukt, das die dort gebaut, wo sie uns in den Glauben versetzen, Frieden und Demokratie zu verbreiten, in Wahrheit aber nur Streit inszenieren, in Wahrheit nur Krisen hergeschaffen, in Wahrheit nur Kosten und Schulden hervorrufen, nie einen wirtschaftlichen Erfolg vorweisen, unsere Rechte Schritt für Schritt und sukzessiv immer mehr einzuschränken, von der Überwachung über die Totalkontrolle anfangen, sie wollen überall wissen, wo wir sind. Mit dem Chip wird dann der letzte Schritt sein, werden sie es dann wissen, wo wir überall sind. Wobei es ja schon mit den neuesten Karten sowieso integrierte Chips gibt, wo man sofort eben Karten schneidet. Aber man muss für den, weil die Frage ist, ob diese Leute Angst davor hatten, ja, dass man sie mit Schimpf und Schande verurteilen wird, so wie man bei den Nürnberger Prozessen die verantwortlichen Leute verurteilt hat. Und viele davon ja auch zu Todesstrafe. Also wenn man durchschaut, dieses System, das von ganz oben nach ganz unten wirkt und um ständig in Streitigkeiten hineinwirkt und um ständig unterdrücken wird, dann muss man sich wirklich die Frage stellen, was man dagegen tun kann. Man kann nicht auf die Straße gehen, wobei natürlich das eine interessante Frage ist. Ich kann mich erinnern, ich habe im August und im September einige Male angekündigt, dass ich am Heldenblatt vorgehabt habe. Wir haben damals den Nationalfeiertag in Österreich, am 26.10. im Auge, weil ich auch mit anderen Mitveranstaltern ungefähr, also das war die Zusage, die ich damals hatte, von 25.000 Leuten, und ich wollte damals das auch mit den Friedensmahnwachen verbinden. Jetzt habe ich gehört, am 6.12. findet eine globale Friedensmahnwache statt. Ich habe das allerdings für meinen Teil jetzt leider verschieben müssen, aus Gründen, die insofern wichtig sind, weil ich mir eine Priorität gesetzt habe, aufgrund der unfassbaren Informationen, die mir die Bürger schicken. Und wissen Sie, wenn ich wieder so Kleinigkeiten durchsickern lasse oder erzähle, ja, wo die Leute dann immer wieder schockiert sind, viele rufen mich an und schreiben mir, es ist kein Vortrag ähnlich. Sie halten jedes Mal andere Vorträge, ja? Weil ich nur immer wieder das Aktuelle, was in den letzten Tagen erlebt, egal ob es in den letzten Tagen oder ein Professor Rothmeier oder sonst irgendjemanden betrifft, es kommen halt immer wieder aktuelle Geschichten, ja? Die alle einen Sinn haben. Und mir ist es ein Anliegen, auf dem wissenschaftlichen Weg zu beweisen, mittels Gutachten von mir zu, ja? Weil ich hatte aufgrund meiner Konfrontation mit diesem System, zu einer Zeit, als ich noch jung und engagiert war, mit 29 Aufsichtsratsvorsitzender oder Verwaltungsratspräsident, und hatte damals ja sehr ehrgeizige Ziele. Ich war ja im Vorstufenverfahren zur Vergebung einer Banklizenz für den Effektenhändler in der Schweiz und war in Österreich tätig und aktiv, und das hat damals die neu gegründeten Bundeswehrbeauftragten mir 1998 gar nicht gefallen, weil meine Wachstumszeit, die ich, wenn ich wo expandiere oder wenn ich etwas aufbaue, immer so relativ überdurchschnittlich sind und waren. Und da wird man dann natürlich irgendwann ab einer gewissen Größe zu einem Marktakteur, zu einem Konkurrenten. Ja? Und wenn es dann auch so ist, dass Sie, das ist jetzt nur ein Beispiel, ja? Dass der Vater des heutigen Aufsichtsrats oder des heutigen Aufsichtsratspräsidenten Stellvertreters von der Steinmeier Sparkasse vor 20 Jahren Mitaktionär in meinem Unternehmen, wo ich ein Industrieller,
sehr anerkannt. Dann kann man Zusammenhänge herstellen, welche Verhältnisse zwischen mir und zwischen einer steinbergischen Bestandten, weil das ist nur ein Beispiel, ich nenne jetzt keinen Namen, aber der war damals mit knapp 5 Millionen an meinem auch über die Bank gekriegt. Aber wenn man Zusammenhänge herstellt, warum ich in einen Konflikt plötzlich mit dem System, ja? Weil die mich letztlich abtöten wollten. Das ist ihnen dann auch gelungen, aber der Rechtsstaat hat 16 Jahre abgeschaltet. Ja? Meine Unternehmensgruppe haben wir ruiniert und die hat einen Abbruch von knapp 10 Millionen Euro. Aber dieser Streit, der da entstanden ist, der hat mich dazu geführt, zu sagen, ich möchte in irgendeiner Form auf wissenschaftlichen Bewegen beweisen, dass die Errichtung eines Lebensentwurfs, eines Konzeptes, im Finanz- und Geldmonopol, das letztlich die Medien, Justiz und Politik eine Kontrolle hat, dazu führt, dass ein einzelner Mensch dadurch schwer depressiv wird, dass ein einzelner Mensch dadurch manische Depressionen gibt. Das nennt man bipolar-affektive Störungen, Stimmungsschwankungen. Und dass ein einzelner Mensch durch dieses System, wenn er den so ausgebildet hat, nämlich werde und es ihn behandelt, als wäre er sein Eigentum, ja, einen Menschen verletzt und krank. Das möchte ich jetzt nicht beweisen. Und das ist ein Vorstoß und deswegen habe ich mir die Zeit genommen, dem eine Priorität zu widmen und habe meine Heldenkarte ausgebildet. Und zwar läuft einmal verschoben, ungeachtet der anderen Verfolgungsjagden, die nach wie vor stattfinden. Aber ich habe mir gesagt, ich möchte das vorbereiten, weil ich habe seit knapp 8 Jahren über affende Gerichtssachverständige und Atteste, es waren 5 unterschiedliche Gerichtssachverständige, nachweisen können, dass dieses System, wie es mit uns umgeht, vor allem auf strafrechtlichen Wegen, vor allem auf juristischen Wegen, und die steinbergische Sparkasse wiederholt jetzt dasselbe, was sie vor 16 Jahren mit mir schon einmal gemacht hat, dass dieses System Menschen depressiv macht, dass dieses System Menschen Burnout, dass es Schöpfungszustände hervorruft und dass es Menschen, die ausgestattet sind mit angedeutetem Grundrecht, nicht zugemutet werden kann, unter so einer Rechtsordnung, die ein Rechtsanwalt ist, unter so einer Staatsordnung, unter so einer Finanz- und Wirtschaftsordnung, kann es nicht sein. Hätte ich die Wahl gehabt, mich für dich recht wünscht, wie sie ist, hätte ich es nicht gemacht. Aber jetzt bin ich da und deswegen versuche ich euch, uns in Zukunft auch dabei zu unterstützen, diese friedliche Thematik. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Jetzt hat es leider ein bisschen länger gedauert. Kann das sein? Ich habe das nicht mehr gehört. Nein. Okay. Nein, ich habe es ja nicht als Kritik empfunden, überhaupt nicht. Ja. Sagst du bitte noch, wo man meine Bücher beziehen kann? Ah, mein Gott, das ist auch. Ich hatte jetzt am Sonntag ein langes Gespräch mit einem Verleger, der aus Deutschland gekommen ist, mit dem Süßkopf. Melden sich ja viele. Derzeit ist es noch erhältlich über Office, App und Name geschrieben Monte Cristo. Und am Ende Pips mit weichen P, Ida und Zeppelin. Gut? Okay, vielen Dank. Alles Liebe, schönen Abend. Tschüss. Ja, okay. Also, ich wiederhole es da nochmal. Was war es bei dir? office@montecristo.biz. Okay, Office. Ah ja, okay. Dankeschön für deine technische Unterstützung. Ja, das ist der Timeshift. Manchmal dauern die Bits und Bytes ein bisschen länger. Das ist also dieses Buch. Wer das lesen will und mehr erfahren will, die Gudrun hat welche dabei. Und ansonsten eben über diese office@montecristo.biz. Da bitzelt's. Also 5 sind schon weg, holt euch ran.
Fünfe sind gerade geordert. Die gibt es übrigens nicht im 12-Pack billiger, sondern kosten alle immer gleich. 24,90. Ein 10er Trinkgeld war für die Gudrun fürs Umeinanderschleppen vielleicht ganz fair. Ich möchte euch aber nachher zum Einstieg gern was zeigen, bevor dann der Herr Furtner und der Klausner, Hans-Peter Klausner, die zweite Hälfte dieses Abends bestreiten werden, so dass wir dann auch noch in Dialog kommen. Und ich wünsche euch jetzt einfach eine schöne Raucherpause. Bei der Gelegenheit, die nicht rauchen, können dabei an den Infostand gehen oder schauen, wo die Listen unterwegs sind. Danke dabei. Also die Geschichte zum Thema Menschsein, die kann ich jetzt natürlich auch etwas ausführen, aber ich habe jetzt gerade mit dem Furtner Franz geredet, wir arrangieren uns da ein bisschen, weil ich habe schon ein bisschen was mitgebracht gehabt, aber wir wollen euch nicht so lange auf die Folter spannen, das kann man hinten ja noch dran setzen. Aber einen will ich euch vorstellen. Otto. Otto deswegen, weil er Hahn ist. Wenn es eine Henne wäre, Anna. Warum? Otto und Anna kann man nicht verschandeln, die klingen vorwärts und rückwärts gleich. Ja. Und Otto, auch deswegen, weil Otto ist normal. Und der Otto, wenn er normal ist, macht er das. Und das machen wir jeden Tag. Wir hören die gleichen Radiosender, lesen die gleichen Zeitungen. Und sind mir leider Wecker. Und der Otto ist so erzogen, dogmatisiert. Manchmal schläft er, das am Wochenende, und am Montag schalten sie ihn wieder ein. Also wenn du möchtest, dass der Otto sich verändert, dann musst du zum Beispiel, dann musst du das machen. Und das geht zum Beispiel über Steuererhöhung. Oder ein Rauchverbot. Oder eine Winterreifenpflicht bei 20 Grad im Schatten. Und wenn er ein braver Otto ist, dann hat er dafür drei Antworten. Ja, das ist halt einmal ja so. Zweite Antwort. Da kann man nichts machen. Dritte Antwort. Mei, uns geht's ja eh nur so gut. Kennen Sie solche welche, die solche Standardantworten haben? Und bei solchen Diskussions- und Gesprächspartnern macht's bitte eins. Also ich bin ja auch Energetiker und helfe dir leider wegen meinem Gesundwerden. Wenn jemand sowas sagt, oder vielleicht zwei oder alle drei Sätze, das ist ja nicht so, da kann man nichts machen. Geh uns ja nur so gut. Dann stellst du dir vor, wie eine riesengroße goldene Konservendosen von oben so über ihm drüber fällt und dieser ganze Schwachsinn bei ihm bleibt. Versuche nicht, deine Energie dafür aufzuwenden, ihn von irgendetwas zu überzeugen, was ja nicht so ist, sondern spotter deine Kraft dafür, mit Gleichgesinnten dich auszutauschen und zu finden. Am allerschlimmsten sind meistens die eigenen Eltern oder Familienmitglieder. Ja, die sind bilateral. Früher hat man gesagt, Deserteure. Die haben gesagt, lass das, wir reden nichts. Au, hör bloß auf, nein. Wenn das so war, dann taten es die anderen auch. Bis du es da hast, dann sagst du, ja, das habe ich ja immer gewusst, gell. Ha, jawohl.
Und es ist ziemlich turbulent momentan gerade, weil es bilden sich gerade zwei Lager. Ein Lager wird immer größer, das sieht man da, und dafür bin ich sehr, sehr dankbar und glücklich. Dass immer mehr Menschen aus diesem auftauchen und sagen, ja, ich gacker schon gern mit, aber ich weiß, wo da hinten im Hähnerstall ein Loch ist, und wenn es keiner sieht, gehe ich da raus und mit meinen Hähnern spazieren. Und auf der anderen Seite tauchen immer mehr Menschen auf, scheinbar in Systemen, die so herzlos sind, die plötzlich ein Herz zorn und einen Herzensverstand. Und ich habe jetzt einfach, ohne das jetzt lang ausweiten zu wollen, das Ganze zusammengefasst mit einem sehr passenden Lied, das diesmal nicht von mir ist, aber von einem Liedermacher-Kollegen aus Norddeutschland, der heißt Stefan Stoppock. Man kennt ihn kaum, aber er ist wirklich gut. Und ich mache damit ein ganz bisschen Werbung für den 13. Dezember. Das ist der Samstag vor der nächsten Montagsinfo. Da bin ich nämlich bei Gerhard Schneider und bei der Kamelita. Sie wissen schon, das ist ein richtig Glück. Und mache dort Konzert. Einmal nur Musik und wenig reden. Ansonsten rede ich über so viel wegen Musik. Und beim Bäckerhäusl, schaut einfach www.bäckerhäusl.com oder irgendwie so. Der Gerhard gibt übernächste Woche dort auch ein Debüt in der Klassik und ich singe euch jetzt ein Liedl, das im Endeffekt die Lösung für unsere Probleme sein kann, wenn wir es an uns selber vollziehen. Sprache, der andere Stil, die andere Meinung, das andere Gefühl, die endlose Wüste, das ewige Eis, das Streben nach mehr um jeden Preis. Alles hat mindestens zwei Seiten auf einen Erfolg und meistens hunderte Breiten. Du machst auf cool und suchst nach Wärme. Du bist nah dran, doch du schaust in die Ferne. Beweg dein Herz zum Hirn, schick beide auf die Reise. Tanz, 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 aber dreh dich nicht im Kreise. Aufgaben lösen oder nicht, keine Frage der Cleverness, eher der Sicht. Hält die Welt dich gefangen oder gibt sie dir Halt? Interessiert dich dein Nachbar oder lässt er dich kalt? Wie das meiste, was dir täglich am Bildschirm erscheint und du dir es reinziehst, weil irgendwer meint, dass man dieses oder jenes jetzt cool finden muss und du dir das gibst bis zum Schluss. Und dann sitzt du völlig gelähmt wie ein Tiger im Zirkus, völlig gezähmt. Erzähl was von dir, was dich wirklich berührt und dem, der dir zuhört, nicht die Kehle durchschnürt. Denn wenn du um dich herum alles erfriert, bekommst du auch keine Luft mehr. Die Angst vor der Blöße, die Angst vor dem Tod reicht für ein Leben als verklemmter Idiot. Wenn man Hirn und Herz vereint, dann
Wird daraus ein Hirz. Hirn und Herz. In diesem Sinne werden wir gescheitert durch Herrn, wo ist er denn? Pfurtner Franz, der erzählt euch jetzt, ist er da? Ist er, da ist er. Franz, the stage is yours. Ja, danke Maniolo. Lebensfreude ist ja ganz wichtig, das sieht man, dass das da verbreitet wird. Wer sein Leben genießt, ist genießbar, wer sein Leben nicht genießt, ist ungenießbar, sage ich immer. Man muss das ganze Leben nicht so streng sehen, sage ich. Ja, da macht es Spaß und dann ist auch die Veränderung viel leichter zu mittragen. Was ich heute sprechen möchte, ist ein bisschen über das Scheitern, über die Angst vorm Scheitern. Ich glaube, weiß nicht, ob irgendwer mal erinnern ist, der gerne scheitert. Weil Scheitern macht gescheiter, sagt der Maniolo. Wenn man nämlich was Neues ausprobiert, geht man immer das Risiko ein, zu scheitern. Und wenn man Angst hat vor dem Scheitern, dann geht man nichts Neues ein, dann probiert man nichts Neues aus. Und ich glaube auch, dass das System, das momentan auf dieser Welt herrscht, ist dabei zu scheitern, aber es will keiner zugeben. Und jetzt wehren sie sich mit allen möglichen Sachen, Kriege und so weiter dagegen, dass was Neues kommt. Aber Scheitern kann man nicht ausschalten. Scheitern ist ja überall eingebaut. Wir haben da einen Notausgang, weil es kann ein Feuer geben und dann muss man aus. Also es ist schon eingerechnet, dass es Scheitern gibt. Es gibt auch im Flugzeug gibt's einen Notausgang, weil es kann abstürzen. Ja, wenn ich jetzt dann sage, es gibt kein Scheitern, warum brauche ich dann einen Notausgang im Flugzeug? Brauche ich eigentlich nicht. Aber es gibt Scheitern. Und nur, und wenn man was Neues ausprobiert, muss man halt damit rechnen, dass man scheitert, aber es passiert was und es geht auf jeden Fall weiter. Das war eigentlich meine Kernbotschaft, die ich heute mitgeben wollte. Wir haben ja ein bisschen Zeitüberziehung gehabt durch den Herrn Friedmann. Und dann gebe ich schon weiter an den Maniolo, dass der nächste Herr gleich aufsetzen kann. Dankeschön, ich wünsche nur einen schönen Abend und gut, dass so viele Leute da sind. Danke. Dankeschön. Wow, so macht man das auch. Dankeschön, Franz Pfurtner. Für alle, die hier sind und Franz Pfurtner nicht kennen sollten oder kennen, es ist da hinten im Eck und da draußen die ganzen Plakate und so weiter. Es geht um Top-Info-Forum und der Pfurtner Franz macht so auf wirklich auf professionelle Art und Weise Expertenrunden auf großen Bühnen, wo dann auch wirklich hunderte von Leuten drunten sitzen und Fragen stellen, so wie wir es vielleicht heute im Anschluss noch machen können. Und bei Top-Info-Forum einfach www.top-info-forum eingeben, dann findet es automatisch auf seine Seiten. Weil das einfach auch ganz ein multivalentes Ding ist und ich danke dir für diesen. Also bei der Formel 1 müsstest du jetzt wieder hinten anstehen, weil das abkürzt. Aber wir sind nicht bei der Formel 1.